Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Da oben ist, als ich heute das Spiel gestartet habe, irgendwo ein Schubab runtergefallen. Ich meine, das war beim letzten Mal noch nicht so. Es ist bei mir gerade früh am Morgen, also 7:30. Ich glaube, das ist relativ früh. Also wahrscheinlich nicht für alle. Für Leute, die jeden Tag um 4 Uhr aufstehen müssen, eher nicht vermutlich. Für mich allerdings schon. Ich wollte euch nur vorwarnen, dass das mit der Stimme heute wieder so ein bisschen holprig werden könnte. Aber hoffen wir mal das Beste und wollen nicht gleich so schwarzmalerisch sein. Ich kann euch nur darauf hinweisen, weil ich gestern Trails of Cold Steel weitergespielt habe, dass ich da zuletzt genau das gleiche Problem hatte mit dem ganzen Rumgeräusper und Halsgekratze und hier pausieren und da pausieren. Ich weiß nicht, was da aktuell los ist. Ich bin auf dem Papier, glaube ich, eigentlich gesund, aber so alles, was so Sprechen angeht, das klingt teilweise ein bisschen anders. Aber bleiben wir mal optimistisch. Purussäule. Okay, es geht wieder los. Ich habe beim letzten Mal an einer so geilen Stelle aufgehört, dass ich dieser Folge heute sehr entgegengefiebert habe, muss ich sagen. Der gute alte Gondbald. Gondbald, der Dämon. Wir sind noch ein bisschen zu weit von dir entfernt, Gondbald. So, warte mal, hier liegt erstmal eine Hülle, an der ich gerade fast vorbeigerannt wäre. Spätestens die Karte hätte sie enttarnt mit ihrer Anwesenheit. Aber guck mal, man kann sich hier richtig ausmalen, wie diese Hülle gestorben ist, ne? Also hier hat sich jemand wahrscheinlich vor den Gegnern versteckt oder war auf der Lauer und wurde gespottet und dann eiskalt, keine Ahnung, aus nächster Nähe oder aus der Ferne niedergemetzelt. Auf jeden Fall ziemlich brutal. What? Da ist eine Sidequest. Wo gibt's denn sowas? Warte mal, ich überlege gerade, will ich da schon hin? Oder mache ich jetzt hier erst meine Runde zu Ende? Ich bin mir unsicher, weil wenn ich da reingehe, kann ich wahrscheinlich dieses ganze Areal hier einmal auskundschaften. Also erstmal fehlt mir hier noch die Mitte. Ich markiere mir das mal einmal kurz. Und hier oben muss ich auch noch hin. Was habe ich mir denn dabei gedacht beim letzten Mal? Ich wollte, glaube ich, diese untere Ecke hier, wo ich ständig zu Tode gekommen bin, die wollte ich einmal von der anderen Seite inspizieren, aufrollen, wie auch immer. Wo ist denn da die Hülle? Ist sie da ganz oben? Hier habe ich gerade irgendwas schimmern sehen. Da so. Das ist aber keine Hülle, ne? Komme ich hier irgendwie hoch? Das sieht fast ein bisschen bespringbar aus. Ist es aber nicht. Ich glaube, ich muss mir das Ganze nochmal von oben angucken. Es sei denn... Es sei denn, es sei denn... Ey, wie die hier immer so auffällige Ecken platzieren, ne? Wo du so angefüttert wirst und eingeladen wirst, dagegen zu springen und dann ist da nichts. Dann gehst du geknickt, ziehst du dann von dannen und bist traurig. Oh, da ist, ich hab schon wieder den Namen vergessen. Irgendwas mit Gond, warte. Warte. Olmit, nein, Gondbald. Guck mal, so ganz weit weg war ich davon nicht. Der gute alte Goldband. Kann halt nicht jeder so einprägsam sein wie Nilsewind, ne? Immer noch mein Lieblingsname. Der Tag, an dem wir Nilsewind konfrontieren, wird ein guter Tag. Wobei, nein, ich muss korrigieren. Der Tag, an dem wir ihn besiegen, wird ein guter Tag. Konfrontation alleine reicht mir nicht. So, hier bin ich jetzt an der Todesklippe. So nenne ich sie mal ganz liebevoll. Denn hier tauchte irgendwann mal ein Gegner auf. Der wird auch diesmal wieder auftauchen. Aber dann habe ich wenigstens die Seite fertig. Guck mal, die habe ich sogar jetzt fertig. Aber ich glaube, die Hülle kann ich mir trotzdem knicken. Ich glaube, den Gegner haben sie nur installiert, um die Hülle zu bewachen. Ich versuche mal, wenn ich jetzt den Rest hier einmal clearen sollte, falls mir das gelingt. Wird, glaube ich, nicht so ganz einfach hier. Dann werde ich im Anschluss nochmal versuchen, die Hülle irgendwie zu erreichen und auf ein kleines Wunder hoffen. Und mal schauen, ob es da irgendwie Trick 17 gibt, mit dem ich da doch irgendwie rankommen kann. So, aber erstmal gilt es, die Mitte von ihren schwarzen Flecken zu befreien und sich die Hinterteile der Gegner anzuschauen, die einem Gott sei Dank... Und hoffentlich auch weiterhin den Rücken zudrehen. Der hier, der stresst mich ein bisschen. Bist du der Gondbald? Warum wird der mir nicht angezeigt? Ey, manchmal stehst du so nah an den Gegnern dran. Und er ach, da oben sehe ich das ja. Das ist nur so ein oller Stufe 43 Gegner. Ich nehme alles wieder zurück. Seine Stufenanzahl war so blass.
dass ich nicht mal aus nächster Nähe gesehen habe, was er für Qualitäten mitbringt, wenn man das so nennen will. So, da will ich jetzt eigentlich gar nicht zu nah ran. Wobei ich kann, wenn ich mich zu doll nähere, ja immer noch auswählen, dass ich mich nicht einklinken möchte. Ich hoffe nur, obwohl eigentlich, warte mal, die sind doch vom Level her. Ja, sind die doch machbar. Warte mal, wie war denn das nochmal? Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Na, hier nehme ich auf jeden Fall die Bonus-EP mit. Bei Silbermünzen brauche ich jetzt definitiv erstmal nicht. Ich hoffe nur, dass das machbar ist. Ich meine, die sind alle grau. Aber trotzdem, man soll vor jedem Gegner Respekt haben. Genauso wie man jeden Pfennig ehren sollte. Warum sage ich Pfennig? Weil das noch aus dieser Zeit stammt, wo man das gesagt hat. Kannst du auch auf heute übertragen. Kannst du auch auf Centstücke übertragen. Aber ich bleibe bei solchen Redewendungen immer beim Ursprung. Wenn mir der Ursprung denn bekannt ist, vorausgesetzt, ne? So, danke für die Bonus-EP. Nehme ich gerne mit. Das ist, als hätte ich jetzt hier irgendwie einen neuen Ort entdeckt oder so. Kann auf jeden Fall nur praktisch sein. So, und vor allen Dingen kann ich jetzt hier barrierefrei, fast barrierefrei, wenn man mal von Gondbald absieht, der gerade leider genau die gleiche Idee hat wie ich und in genau die gleiche Richtung laufen will. Ich folge ihm mal unauffällig, damit sind wir ein bisschen langsamer, als wenn ich das ohne ihn machen würde, aber auch ein bisschen sicherer. Mann, ich könnte jetzt ja auch einfach durchspurten. Aber dann sterbe ich, was eigentlich auch nicht so schlimm wäre, weil dann fange ich halt woanders wieder an. So, komm. Das letzte Fleckchen. Jawohl. Ja, das genau das. Genau das war nur eine Frage der Zeit. So, in letzter Sekunde, weißt du, erwischt er dich noch. Hätte ich mir das Hinterhergeschleiche auch sparen können. Aber ist nicht schlimm. So viel Zeit haben wir dadurch nicht verloren, wenn man bedenkt, was ich jetzt hier noch machen wollte. Dazu gehört, warte mal, kann ich mich da irgendwie näher dran porten? Ja, ich mach mal von hier. Ich starte mal von hier und dann werde ich eventuell es noch auf einen einzigen weiteren Versuch ankommen lassen, mir die Hülle da zu schnappen. An der Stelle, wo ich jetzt von der anderen Seite gerade erstmals angekommen bin. Und ja, dann mal gucken. Ich meine, wie oft bin ich an der Stelle gestorben? 2 oder 3 Mal? Ich kann immer noch nicht ausschließen, dass ich vielleicht nur Pech hatte. Vielleicht zur falschen Uhrzeit, bei falschen Witterungsbedingungen oder sonst was. Aber man könnte jetzt auch natürlich sagen, dass das ziemlich viel Schönrederei ist. Aber lasst einfach den dritten Versuch Schiedsrichter sein. So, ich markiere mir jetzt einmal den Spot, auch wenn der mir hier leider nicht... Achso, warte mal, hier ist noch... Moment, wir sind hier noch gar nicht fertig. Da muss ich noch hin, fast übersehen. Guck mal, wegen diesen ganzen Flecken hier, die man halt nicht aufdecken kann, weil das irgendwelche Vorsprünge oder Bäume oder sowas sind. Oder Felsformationen, da habe ich mich gerade ein bisschen von ablenken lassen. Aber das passt gerade ganz gut mit der Laufroute, weil ich glaube, ich ungefähr in diese Richtung auch muss, um nochmal nach der Hülle zu schauen. Es klingt, als würde ich sie zudecken wollen, die Hülle, aber guck mal, die ist nicht mehr weit weg. Aber ich glaube, genau in dem Moment, wo man in ihre Nähe kommt, um die Flöte zu spielen, ich glaube, genau dann tauchte immer dieser Gegner auf. Ich versuche das jetzt mal anders, auch wenn das nur eine minimale Änderung ist, aber ich versuche mich der jetzt mal von der nördlichen Laufrichtung quasi zu nähern. Keine Ahnung, vielleicht macht das ja einen Unterschied, weil ich links irgendeine unsichtbare... So eine unsichtbare Dings durchschreite. Das ist er aber. Ja. Aber guck mal. Der bewegt sich. Oder? Komm, hau ab. Der lässt mich direkt meine Stimme im Stich. Ich sag euch, eigentlich ist Ino nur dran schuld, dass ich so stimmliche Probleme habe. Denn seit sie auf der Bildfläche erschien, ging alles den Bach runter. Alles. Ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll, aber der dreht sich wenigstens nach links und rechts und dann bewegt er sich 2 Millimeter und dann dreht er sich wieder nach links und rechts wie eine verwirrte alte Person. So, warte, ich würde jetzt erst auf einen Versuch noch ankommen lassen, wenn der mir nochmal den Rücken zudreht und dann... Der bewegt sich doch aber, oder? Jetzt leider in meine Richtung. Das bilde ich mir doch nicht ein.
Ich hätte so gern die Hülle hier weg. Ich meine, es ist auch kein Weltuntergang. Ich habe lieber noch eine Hülle da zu liegen, die ich noch nicht beflöten konnte, als ein Stück auf der Karte. Oh, aber der Laufweg, der ist noch so weit. Komm. Hab ich's? Ich glaube es erst, wenn er die Flöte auspackt. Ja, er spielt. Geil. Also das ist schon mal der größte Erfolg. Jetzt wird er mir gleich wieder in den Rücken schießen, aber das ist mir egal. Denn ich habe es geschafft. So, aber der war auch sehr gemein platziert. Also mit meiner üblichen Vorgehensweise keine Chance, da am Rand lang zu laufen. Ja, ist das jetzt ein neues Scharmützel? Oder ist das gerade das von gerade eben? Das ist gerade das von gerade eben. Nicht helfen. Warte, ich muss auch meine Joy-Cons gucken, wo B ist. So, verzichtest du darauf einzugreifen, ja. Diesmal nicht. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt auf diesen komischen Übergang. Warte, kann ich mir das abkürzen mit Teleportatione? Ein bisschen, eventuell. Jetzt bin ich gespannt auf die Mission, die hier wartet, weil das würde ich mir schon gerne mal angucken. Oder das zumindest in unsere heilige Missionsliste einmal aufnehmen. Hä? Da sind Level 42er. Ach, und da ist mein Ausrufezeichen. Ist er angry? He's just not very expressive, is all. Still cute, though. Just like an Ardon. Bester Vergleich. Ich weiß nicht, ob man mit einem Ardon verglichen werden will, aber Ryze hat, glaube ich, gerade ganz andere Probleme. Hi. Uh-oh. Ist der irgendwie wütend auf uns oder so? Auf uns? Ach, auf uns? Ja, okay, dann bin ich auch verwirrt. Haben wir ihm irgendwas getan? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht eigentlich. Ryze, jetzt sag doch mal was. Du machst Sena ja Angst. Nicht nur Sena. Sorry, bin kein Mann vieler Worte. Oh, verstehe. Nehmt euch in Acht vor den Monstern. Aber was denn für Monster? Die Speicher, der Speicher. Die Speicher. Der Speicher liegt im Inneren der Höhle. Da ist es ganz normal, unterwegs auf Monster zu treffen. Dadurch ist er schwer zu finden und die Monster geben guten Ersatz für Wachen ab. So ist er perfekt gegen Diebstahl gesichert. Ist ziemlich gefährlich da drin. Okay, wir werden vorsichtig sein. Besprecht den Rest mit Shell. Und Lady Alex? Ja? Sei nett zu ihnen. Ich bin doch immer nett. Fass dir lieber an die eigene Nase. Also dann, gehen wir. Aha. Wer ist denn mit ihr gemeint? Also mit dem Sei nett zu ihr? Oder was treffen wir da drin? Also wenn ich so in die Höhle reinblicke, habe ich nicht das Gefühl, dass seine Warnung unbedingt angebracht war bezüglich der starken Gegner. Aber da kommt bestimmt noch mehr. Nehmt euch in Acht vor den Monstern. Ist ziemlich gefährlich da drin. Ja, das haben wir schon mal gehört. Danke auf jeden Fall für die Warnung. Hä? Moment, was ist denn das jetzt wieder für ein Ausrufezeichen? Hä? Freund und Feind, aber das ist eine andere Ebene. Das ist nicht hier draußen. Warte mal, das ist schon wieder so irritierend. Ja, genau, wenn die Karten so hin und her springen. Okay, ich werde also einmal irgendwie im Bogen laufen müssen. Und man kommt scheinbar hier auf eine höhere Ebene noch. Na, ich bin gespannt. Solange es bei dem Gegnerlevel bleibt, mache ich mir wenig Sorgen. Aber das wird es vermutlich nicht. Wir werden sehen. Ryze, eh? I don't get how a guy can be so calm. He's already in his 10th term. And he looks more like an Ardon by the day. Ja, ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt damit assoziiert, aber die zwei kennen sich natürlich ein bisschen besser. Aber die Info, dass er schon im 10. Intervall ist, die ist neu. Ich weiß nicht, inwiefern die noch relevant sein wird. Aber je mehr wir über unsere Mitstreiter, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, wissen, desto besser ist es vermutlich. So, da links sind zwei Elite-Viecher, die den Zugang bewachen. Die Frage ist nur, muss ich da unbedingt hin und was genau bewachen die? Aber ist natürlich auffällig und man will dann erst recht dorthin. Jetzt auf jeden Fall einmal durchspurten. Ich habe jetzt noch nicht unbedingt die Muße. Achso, das hätte ich gar nicht anzapfen müssen. Ist jetzt die Frage, wo laufe ich zuerst lang? Oh, da ist ein edler Schenker. Dankeschön. So. Hier komme ich auf jeden Fall nicht zum Questziel weiter oder zum Questziel hin. Das heißt, das ist doch erstmal der charmantere Zugang. Warte mal. Da ist einfach gerade mein Wecker angegangen im Zimmer nebenan.
Ich dachte schon, ich halluziniere und höre wieder Handygeräusche, wo keine sind. Das habe ich so oft beim Aufnehmen, aber diesmal war es real. Keine Halluzination. Was ist denn das hier für eine Stinkergang? Alle schwarz angezogen, so wie wir. Beziehungsweise jetzt hat sich das ja ein bisschen aufgebuntet, ne? Guck mal, jetzt geht's eigentlich. Wir haben immer noch tendenziell einen dunklen Fokus, aber nicht so wie die Gegnergruppe gerade eben. WTF, wo zur Hölle bin ich hier? Da hinten ist auf jeden Fall ein Container. Na, kriecht da jemand aus dem Erdreich hervor, bevor ich ihn erreiche? Nö, diesmal nicht. Vielleicht bekommen wir hier wieder so eine neue Rätselecke vorgesetzt. Das würde irgendwie hier in die Region passen, finde ich. Oh, guck mal. Was für Sympathiepunkte die automatisch bei mir hinterlassen, wenn die dieses Ausrufezeichen über ihren Köpfen haben. Da hinten habe ich schon ein Fragment gesehen. Ich gehe mal eben dahin. Das glaube ich aber nicht, dass hier kein starker Gegner kommt. Nicht in so einem Fragmentraum. Das würde mich jetzt sehr überraschen. Also es würde mich aber positiv überraschen. Ich brauche hier nicht unbedingt einen starken Gegner. Kann es sein, dass das hier ein bisschen labyrinthisch ist? Ich habe hier gerade fest mit einer Sackgasse gerechnet. Hier ist aber keine. Oh, was ist denn da? Das sieht nach einem speziellen Raum aus. Vielleicht ein Geheimort. Wie ich hier schon wieder volles Wunschkonzert starte. Aber bisher wurde vieles davon ja auch erfüllt. So, das nächste Fragment ist meins. Ey, ich bin jetzt hier so unkoordiniert durchgelaufen. Das war ich normalerweise nie. Aber hier fühle ich auch nicht unbedingt, dass Gefahr von diesem Ort ausgeht. Deswegen kann ich mir das, glaube ich, auch erlauben. So, warte mal. Ich mache jetzt erstmal den Weg hier zu Ende. Denn hier fehlt nur noch ein Stückchen und das ist jetzt auch aufgedeckt. Da ist die nächste Geschner-Gang. So, warte mal. Wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Achso, guck mal hier bei der Links-Rechts-Frage. Ich will als nächstes dahin, weil das zu einer Sackgasse führt. So, in dem Raum waren wir hier nämlich gerade eben schon, ne? Oder habe ich diese Abzweigung hier nicht genommen und das ändern wir jetzt? Ich würde... Also ich hätte eigentlich vermutet, dass wir jetzt ein Stückchen nach oben laufen und ich mich da runterfallen lassen kann. Aber scheinbar habe ich jetzt hier gleich so eine Felswand-Sackgasse mit... Da ist die Frage, womit? Noch ein Fragment? Halte ich eigentlich eher für unwahrscheinlich. Was ist das hier? Nee, das ist keine Sackgasse. Ich laufe jetzt hier einfach unter einem anderen Weg durch. Moment. Das ist ein Weg. Ah, guck mal, das ist eine Area, wo ich noch nicht gewesen bin. Ach shit, wäre ich mal zuerst hier hingelaufen, weil hier wäre bestimmt eine Sackgasse. Aber wenn ich jetzt schon hier auf halber Strecke bin, dann mache ich das auch zu Ende. Oh, es wird heller. Hä? Aha. Ich bin jetzt in einem komplett anderen Teilbereich von der Elace-Straße. Kardion-Klippen. Okay. Das war jetzt aber kein Geheimpunkt gerade, ne? Aber immerhin ein Ort mit Reisepunkt. Wobei Reisepunktorte immer so ein bisschen suggerieren, finde ich, dass man sich hier mitten auf irgendeiner Hauptstrecke befindet, wo es noch ordentlich weitergeht. Weil Reisepunkt hast du doch in der Regel... Nicht unbedingt, wenn du gerade auch eine Sackgasse zusteuerst oder gerade in einer angekommen bist. Ich weiß, dass da über mir gerade ein gefährlicher Gegner schwebt, aber Reisepunkt und so. Ich habe es nicht weit, wenn ich jetzt nochmal neu Anlauf nehmen muss. Oder hinten sparkelt einer, ein Elite-Gegner. Eigentlich eine ganz gute Kombination, ne? Ich glaube, den könnte ich mir fast mal einmal zu Gemüte führen. Warte mal, ich will nur einmal erstmal hier... weitestgehend den Kartenabschnitt aufdecken und dann sprechen wir da nochmal drüber. Ach, ich komme hier zum Ausrufezeichen. Ja, da wollte ich aber eigentlich noch nicht hingehen. Meine lieben Leute, die sich so auf den Speicher freuen, sowohl in-game im Team als auch vor ihren Bildschirmen, vor euren Bildschirmen. Ich mache jetzt erstmal den platt. Dann gucke ich, dass ich nochmal die andere Ecke erwische. Und dann geht's richtig ab. Dann geht's nämlich direkt in den Speicher. Oh, guck mal, der verträgt ja gar nichts. Warte mal, ich mache mal erstmal die anderen hier platt. Damit der nicht gleich stresst. Indem er vielleicht doch noch krasse Sachen raushaut. Aber das ist nicht wirklich passiert. Wobei, der hatte einen Angriff, der die gesamte Gruppe zum Schwanken gebracht hat und auch nicht gerade unwesentlich Damage ausgeteilt hat. Also
Ja, ich würde aber lügen, wenn ich sage, der war jetzt irgendwie großartig anspruchsvoll. Also bei zwei Gegnern kann man, finde ich, schon mal 10 Sekunden warten und gucken, was passiert. Wenigstens der eine sponsert hier was, dankeschön. Das sind aber alles Sachen, die ich schon automatisch verkaufe, oder? Was hat er jetzt da gelassen? Weizenpulver? Ich dachte, da wäre jetzt noch ein drittes Item, aber nichts da. So, ich wollte jetzt einmal... Ich überlege gerade, wie ich laufe. Oh, das ist schon... Obwohl, nee... Ach, nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte mich gerade nach unten porten, aber ich bin ja dumm. Das ist ja genau die Ebene, wo ich jetzt gerade schon lang laufe. So, und von hier aus gehe ich jetzt in diese Richtung. Und wenn da mal nicht irgendwas Cooles ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, der Weg war nicht umsonst. Meine größte Belohnung wäre es eigentlich ein Geheimpunkt mit richtig... Mit richtig netten Bonus-EP. Nachtkriecher Vlad. Ey, der Name Vlad, den hast du auch in einigen Videospielen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den schaffe. Der hat hier nämlich ganz gut Gesellschaft. Und ja, ich weiß, ich bin gerade voll die Mimose, weil der ist levelmäßig eigentlich locker machbar. Aber einzigartige Gegner sind nochmal ein bisschen was anderes als die Elite-Viecher. Wobei, könnte auch andersrum sein. Ich weiß nicht mehr, ob wer davon Elite ist und wer einzigartig. Ob das jetzt die Blauen oder die Goldenen sind, keine Ahnung. Ich würde mich mal erstmal auf das Kleinstvieh hier stürzen. Und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich meine, der Große wird sich wahrscheinlich in Wälder auch einmischen. Nur wenn die nicht die ganze Zeit links und rechts im schlimmsten Fall auch noch mit Zustandsveränderungen und so stressen. Und das traue ich den Raubs durchaus zu. Dann wäre das irgendwie eher semi-geil. Deswegen erstmal das Kleinstvieh erledigen und dann den Obermutz hier. Ich meine, dann haben wir auch eine Teleportmöglichkeit. Ach nee, der hat sich gar nicht eingemischt. Guck mal. Sollte ich mich dann doch trauen? Nee, ich glaube, ein bisschen Vorsorge ist auf jeden Fall klug. Dafür werde ich mir rückblickend betrachtet auch dankbar sein. Wenn das jetzt ein bisschen Zeit kostet, aber dann ist das so. Weil ich die ganzen Raubkämpfe, die könnte ich auch rausschneiden, aber dann ist eventuell, klingt sich dann auch der Große mit ein. Wobei ich die Kämpfe gegen die Einzigartigen eigentlich in der Vergangenheit ja auch meistens nicht gezeigt habe. Ich greife den jetzt einfach mal direkt an. Die Raubs, die sind jetzt ein bisschen weiter entfernt. Die lassen mich hoffentlich in Ruhe. So, kann ich irgendwas machen, um denen zu attackieren? Ah, jetzt. Okay. Aber die anderen auch. Ich habe ja noch nichts gemacht. Die warten wahrscheinlich alle immer, bis ihre Dings erstmal voll werden. Ihre Fähigkeiten oder Techniken. Na, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall verträgt der Blood ein bisschen was. Kann es sein, dass der jetzt hier nur gespawnt ist, weil die Uhrzeit auch passt? Ich weiß gar nicht, wie spät wir es gerade haben. In den Höhlen kann man das immer, finde ich, schwierig einordnen. Aber ich werde jetzt gleich sehen. Der hoffentlich in Bälde fällt. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber der war gar nicht so leicht. Also, man sieht es auch an den Energieleisten meiner Leute. Das ein oder andere Mal ist da auch schon jemand... Ist da auch schon jemand abgenippelt. Und, ich hatte die ein oder andere imaginäre Schweißperle auf der Stirn. So ehrlich muss ich sein. Aber dafür wird er jetzt fallen. Oder direkt schon verkackt. Direkt schon was gemacht, was ich nicht machen wollte. Aber ich gehe davon aus, dass der jetzt so oder so stirbt. Egal, wie gut oder schlecht ich mich jetzt hier entscheide. Sei denn, es geht jetzt nicht in die zweite Runde. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Wobei ich diesen Kleckerrest an Energie wahrscheinlich auch irgendwie noch weggeklatscht kriegen würde. Aber jetzt kommt ja erstmal der Main-Schaden, ne? Ja, okay. So, dann ist der Rest jetzt erstmal nur Kosmetik. Aber man kann ja trotzdem gucken, dass man hier eine halbwegs ordentliche Zahl rausbekommt. Ich starte jetzt mal wieder mit ihr. Wenn wir jetzt die 100 überschreiten, ist das kein Weltuntergang. Aber guck mal, es sieht doch ganz nett aus. Nee, hä? Jetzt hat er schon wieder am Ende irgendwas raufgepackt, Mann. Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht so schlecht machen, weil ich den EP-Bonus gerne noch nach oben gepusht hätte. Ein Raub hat sich hier, glaube ich, noch eingemischt. Vielleicht hat der Raub auch dazu geführt, dass das hier irgendwie unangenehm wurde. Ich weiß immer nicht, ich überblicke das im Kampfgetümmel nicht, was da für Statusveränderungen noch immer mit ins Spiel kommen. Aber das hier,
Na gut, das war auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Hat im First Try geklappt, das ist das Wichtigste. Und wir können uns jetzt hier jederzeit nach Bedarf hinporten. So, jetzt will ich einmal kurz auf die Ränge meiner Leute gucken. Noah wird der Nächste sein, der das Ganze hier ausmaximiert. Ich weiß gar nicht, was der gerade lernt, aber ich habe auch keinen Bock nachzugucken. Ich werde mir schon irgendwann mal irgendwas Sinnvolles dabei gedacht haben, bei der jetzigen Verteilung. So, schade, dass man hier nicht irgendwie runterspringen kann, weil ich bin, meine ich jetzt, eine Ebene drüber. Und wenn ich da jetzt nochmal hinlaufe, dann laufe ich eher nach... Ach, jetzt kann ich mich aber porten. Moment. Bevor ich jetzt schon wieder den Fehler mache und den ganzen Laufweg nochmal mitnehme, können wir uns einfach hierauf einigen. Aber hier in der Ebene ist echt interessant, dass die fliegenden Gegner... Aber ich glaube, das war auch schon anderswo der Fall. Die haben halt ein deutlich höheres Level als die Gegner, die wir hier am Boden antreffen. Aber die sind jetzt nur noch gelb. Vorhin war doch da ein roter. Aber ich glaube, der rote, der war auch ein 61er und kein 60er. Naja, ist jetzt eh noch kein Thema für diese Folge. Dafür die Mission umso mehr. Wobei, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Doch, 41, perfekt. Das hier habe ich auch noch nicht durch. Im Rahmen eines Bündnisses gibt Tau den Truthahns jedes Jahr Essen. Sprich mit Roland darüber. Da fehlen mir, glaube ich, noch die Sachen, die ich dafür einsammeln musste. Kann das sein? Wir sind aber streng genommen eigentlich nur noch zwei Sidequests von der Hauptstory entfernt, wenn man so will. Oh. Ist das eine eigene Kolonie? Nee. Geheimlager. War das jetzt ein Geheimpunkt auch? Zu spät gesehen, zu spät geguckt. Ich hab's ja nicht mal gesehen. Das ist also euer Speicher. Ich werde bekloppt. Ich werd bekloppt. Das Zeug gehört alles euch? Yep, und im... Achso, das ist Shell. Wo ist denn... Wo ist sie denn? Yep, und im Moment haben wir sogar weniger auf Lager als sonst. Da. Darf ich vorstellen, das ist Shell, die Herrscherin über unseren Speicher. Die Herrscherin. Okay, jeder Speicher braucht seinen eigenen Herrscher, alles klar. Also dann, Shell, wie ich dir bereits mitgeteilt habe, unsere Freunde hier dürfen sich in Zukunft an unseren Gütern bedienen. Ist mir recht, ist wohl das Mindeste, das wir für sie tun können. Außerdem, je mehr Überwachung, desto besser. Was, Überwachung? Wer soll wen überwachen? Na, ihr mich natürlich. Na, wovon träumst du nachts? Wenn man von der Flammenuhr beherrscht wird, gibt es keine Zweifel hinsichtlich Freund und Feind. Jeder, dem man die Lebenskraft stehlen kann, um seine eigene Flammenuhr zu füllen, ist ein Feind. So einfach ist das. Aber diese Regeln gelten für uns nicht mehr. Wer Freund und wer Feind ist, das hängt nun von einem selbst ab und das macht es schwer, richtig? Das Herbeiführen von Konflikten ist nur einer von vielen Effekten der Flammenuhr. Aber man könnte auch sagen, dass die Flammenuhr damit unser Verhalten kontrolliert hat. So ist es. Es könnte in Zukunft Verräter geben, daher ist es gefährlich, einer einzigen Person zu viel Macht zu überlassen. Heißt das etwa, es herrscht kein Vertrauen zwischen dir und deinen Kameraden? Oh, natürlich herrscht da Vertrauen. Ich kann mich stets darauf verlassen, dass sie jeden Befehl perfekt umsetzen. Das Einzige, auf das du vertraust, sind also ihre Fähigkeiten. Lass mich eine Gegenfrage stellen. Würdest du einem Forscher, der nur am Schreibtisch hockt, körperliche Arbeit anvertrauen? Würdest du Soldaten, die in der Badewanne nicht mal heiß von kalt unterscheiden können, in einen Läffnis setzen? In der Welt der Strategie kommt es nur auf persönliche Fertigkeiten an. Solange man darin Vertrauen hat, genügt das völlig. Oder seht ihr das etwa anders? Alexandria, du... Sie kann echt anstrengend sein, was? Ich finde, dass das durchaus valide Gedankengänge sind, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich, Shell. Aber ich finde, es steckt schon Weisheit in dem, was sie sagt. Ach, jetzt plötzlich. Niemand weiß, wie sich die Welt entwickeln wird. Überwacht mich, wenn ihr wollt, oder lasst es bleiben. So oder so bin ich auf Lady Alex' Seite. Das allein ist sicher. Alexandria liegt dir wirklich am Herzen, nicht wahr? Ja, sehr. Aber ich bin im 10. Intervall, hab nicht mehr viel Zeit übrig. Und Lady Alex braucht vor allem Verbündete. Seid also nett zu ihr. Du solltest so nicht reden.
Sprich nicht so leichtfertig über die Zeit, die dir noch bleibt. Ja, das sollte ich wohl nicht. Wer kann's ihr verübeln? So, das war jetzt aber auch genug unnötiges Geplauder. Kommen wir zu den Ressourcen von Kolonie 4. Moment, muss nur kurz was einstellen. Zugriff auf Güterverteilung gestattet. Ah, was war das? Na, sie hat das in unserer Iris angepasst, oder? Jetzt habt ihr Zugriffsrechte auf alle Güter. Seht es als eine neue Funktion der Collecticon-Karten an, die hiermit freigeschaltet wurde. Wie viele Funktionen hast du denn bitte dafür entwickelt? Schön, dich so überrascht zu sehen. Ich bin nicht überrascht, ich bin schockiert. Das eine schließt das andere nicht aus, Tayon. Das Ganze ist echt benutzerfreundlich. Wählt einfach den Kommandeur der Kolonie aus, der ihr etwas... Den Kommandeur der Kolonie aus, der ihr... Ach, der Arzt bezieht sich auf die Kolonie, okay. Der ihr etwas schicken wollt. Ich dachte, das muss ich jetzt auf den Kommandeur beziehen. Dann wählt aus, was ihr schicken wollt. Und das war's auch schon. Uh-oh. Am schnellsten lernt man das Prozedere, wenn man es mal ausprobiert, also nur zu. Das wird bestimmt für die Harmoniestufen zuträglich sein. Kolonie Iota Güter. Fünfe. Okay, aber hier wird wahrscheinlich immer wieder aufgestockt, oder? Oder wie sieht das aus? Bin mir nicht sicher. So, jetzt wollte ich ja einmal gucken. Das ist aber kein Geheimort, nee. Sonst wäre das Symbol ein anderes. Oder kein Geheimpunkt. So heißt das ja hier. In Xenoblade Chronicles 3. So, warte mal, das mache ich dann jetzt bei Shell oder mache ich das aus dem Menü heraus? Oder wie läuft das jetzt hier? Wie viel... Nicht laufen beim Reden, Tayon. Wie viel von der Situation habt ihr den Truppen der Kolonie eigentlich offengelegt? Dafür, dass der Konsul besiegt wurde, scheint die Lage erstaunlich stabil zu sein. Angesichts dessen, wie vertraulich der Plan war, finde ich eigentlich eher, dass ganz schön viel Trubel entstanden ist. Die Stabilität haben wir Lady Alex zu verdanken. Sie hat angewiesen, unsere Routinen einzuhalten, egal was passiert. Diese Anweisung reichte also schon aus, um Panik zu vermeiden. Das zeigt, wie sehr die ganze Kolonie ihr vertraut. Das ist echt so. Aber wir brauchten diese zusätzliche Information nicht. Wir wussten das eigentlich auch vorher schon. So, okay, hier wiederholt man sich. Das heißt, ich muss das jetzt vermutlich dann wirklich über das Menü machen. Kommt hier nochmal ein Tutorial? Nee. Hierüber eventuell? Liste öffnen, Kolonieharmonie zeigen, Zeigergeschwindigkeit. Liste öffnen? Achso, hier kann ich mir nur die einzelnen Kolonien aufrufen. Aber wie... Wie gebe ich jetzt... Ach so, warte mal, das ist Collecticon-Karten. Moment, da stand auch gerade was. Hier, Collecticon-Karten Y. Ist das das? Ich bin hier so selten in diesen Menüs drin gewesen. Nee. Ach so, ich kann dann hier quasi auf die Karten springen, die... Ach so, und hier ist auch noch so ein Symbol dran. Deswegen, warte mal. Und hier, was ist, wenn ich hier Y drücke? Da... Ach so, dann passiert gar nichts. Okay, das war gerade Zufall. Okay, dann habe ich das verstanden. Warte mal, ich will aber trotzdem... Dafür sollte ich dann wahrscheinlich einmal in dieses Menü gehen. Da steht's einmalige Belohnung, glaube ich. Minus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier nicht irgendwas übersehe. Aber ich mache jetzt erstmal die Sachen fertig. Ach, hier. Kolonie Iota Güter. Das würde ich dann alles Ethel übertragen, aber das will ich doch gar nicht. Darf ich mir nicht selber aussuchen? Hieß das nicht, dass ich mir selber aussuchen kann, wer das bekommen soll? Aber das hier scheint jetzt irgendwie gerade die einzige Möglichkeit zu sein, das an irgendeine Kolonie zu übertragen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Plus 200, jawohl. Zusammenarbeit, war das schon immer so ein Pfeil? Das ist neu, oder? Das muss jetzt mit diesen Iota-Gütern zusammenhängen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal das hier alles fertig. Die kann ich für Medizin und auch für Giftpfeile nutzen. Danke. Gerne, Carson. Sehr gerne. Die Einhornschärpe will ich haben. Edelsteine aus Fornes haben unzählige Verwendungszwecke. Na dann. Und Kosali? Wann habe ich denn eine Rouge-Ananas bekommen? Eine Rouge-Ananas. Oh Gott, die Schreibweise wieder, ey. Jetzt kann ich die Monster fernhalten. Na, besser ist.
So, was? Aber was ist jetzt mit den... Was kriege ich jetzt immer wieder Nachschub? Also ist das jetzt vorherbestimmt, an wen ich das übergebe? Ich dachte, ich bekomme irgendwie so eine Liste mit Kolonien vorgezeigt und kann mir dann aussuchen, wer wie viel bekommt quasi. So, ja, Auswahloption. Aber scheinbar ist dem nicht so. Ich habe aber 2 Kolonieaktualisierungen bekommen. Ach, jetzt geht das hier noch weiter. Vielleicht kommt das ja jetzt noch. Mal gucken. Hey, Shell. Yep, das lief alles wie am Schnürchen. Ihr habt Zugriff auf die Hälfte aller Ressourcen in dieser Felskammer. Wie ihr die verteilt, ist gänzlich euch überlassen. Ich vertraue darauf, dass ihr dabei nach dem Prinzip der Solidarität vorgeht. Was für eine solide... Was für eine solide Diät. Wir sollen denen helfen, die es am nötigsten haben, du Dödel. Genau, und wem wir jetzt helfen, der hilft in Zukunft vielleicht auch einmal uns. Das ist wie eine Investition, die sich in der Zukunft auszahlt. Ja, so kann man es sehen. Ach stimmt, den Missionsabschluss hatten wir ja noch nicht. Du kannst ab sofort via Collecticon-Karten Vorräte an andere Kolonien senden. Alexandria und die anderen betrachten es als eine Investition in die Zukunft. Ja, ich eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin. Warum auch nicht? Was für eine solide Diät. Hat er solide Diät gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ach, Lance. Wir haben noch keine akuten Probleme, aber die Vorräte, die wir angehäuft haben, werden nicht ewig ausreichen. Wir können nicht alle Kolonien gleich gut versorgen. Denkt bitte gut darüber nach, wem ihr was zuweisen wollt. Denkt aber auch nicht zu viel darüber nach. Teilt einfach mit anderen Kolonien, was sie am meisten brauchen. Ich glaube, das war ein wichtiger Hinweis. Da nicht zu viel drüber nachzudenken, weil genau das würde wahrscheinlich passieren oder wird passieren, ich weiß nicht. Ich muss mir erstmal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ich würde eigentlich... Oh. Hier wird aber viel benötigt. Warte mal, wie viel habe ich? 15. Aber ich kann mir doch hier immer wieder Nachschub holen, oder nicht? Die Frage ist, mache ich jetzt erstmal die großen weg und gehe danach auf die kleinen oder nehme ich erstmal die kleinen mit? Ich würde sagen, ich baller erstmal die Großen weg. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob ich zu den gleichen Anteilen dann die Belohnung... Ach, da steht es ja immer. Ich bekomme überall Harmonie plus 200. Ich mache erstmal die Kleinen. So, jetzt habe ich Duft der Ruhe. Ich schulde euch was. Das können wir alles sehr gut gebrauchen. Okay, aber dieses schimmerige Symbol, das geht dann auch weg. Das war mir jetzt wichtig. Komme ich irgendwo angezeigt, wie viel ich noch insgesamt von diesen Gütern habe? Nicht wirklich, ne? So, dann einmal für Waldi. Ihr seid die Besten. Das wird die Laune der gesamten Kolonie heben. Das ist schön. So, dann nehmen wir jetzt hier einmal den Viererpulk für Südo. Ausgezeichnete Arbeit. Ich melde mich, wenn ich noch was brauche. Ich kann aber nicht garantieren, dass du dann auch was bekommst. Und hier können wir nochmal den Vierer abgeben. Guck mal, dann habe ich jetzt, glaube ich, 4 Kolonien glücklich gemacht. Und eine ist auf der Strecke geblieben. Danke, wir werden die Vorräte nicht verschwenden. Davon gehe ich aus, Seon. Davon gehe ich aus. So. Und wenn ich jetzt Nachschub brauche, dann muss ich wahrscheinlich... Guck mal, jetzt upgraden sich überall die Kolonien. Aber aktualisiert heißt nicht in der Harmoniestufe gestiegen, ne? Das wird dann nochmal explizit ausgewiesen. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. So, und woher weiß ich jetzt, wann ich mir hier Nachschub holen kann? Wahrscheinlich irgendwie, wenn eine Spielstunde ins Land gestrichen ist oder wenn man so und so viele Kämpfe bestritten hat. Hä? Warum kommen jetzt nochmal Aktualisierungen? Sind die nicht einmal gerade schon durchgelaufen? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe mit Shell gesprochen und dann kamen noch weitere. Warte, ich mache das nochmal. Vielleicht kriege ich noch mehr Upgrades. Nö. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu ungeduldig gewesen und die sind vorher noch nicht alle durchgelaufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt erstmal durch. Ich muss mich jetzt erstmal hier komplett neu orientieren. Warte mal. Wie komme ich auf die übergeordnete Liste? Nee, hier auf jeden Fall nicht. Symbole filtern, Zeigergeschwindigkeit. Jetzt muss ich also wieder über diese Karte dann vermutlich. Kreisgrotte, Meliorätselgrotte. Warte mal, hier wollte ich einmal hin. So, hab ich jetzt... Ja, hier oben nach Norden raus gibt es noch den Weg. Stimmt, den habe ich fast vergessen. Wie zur Hölle komme ich hier hin?
Wahrscheinlich über genau diesen fehlenden Weg noch. Ich weiß, dass die Gegner dort relativ stark gewesen sind. Ich mach mal hier so einen Marker hin und dann starten wir unsere Nordroute jetzt von hier aus. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Aber ich bin, als ich das letzte Mal versucht habe, dort lang zu rennen, das war echt noch früh. Das war, glaube ich, relativ kurz nach unserer Ankunft in Fornis. Guck mal, die sind nicht mal mehr gelb. Das ist ungefähr unser Levelniveau jetzt hier. Ich werde die trotzdem jetzt alle nicht bekämpfen. Es sei denn, die fallen mir in den Rücken, aber auch dann nicht. Auch dann haue ich ab wie eine feige Sau. Muss auch mal sein zugunsten des Progresses. Wow, die sind hier aber. Ja, das sind die Lykosen, ne? Die stressen halt jedes Mal. Egal in welchem Gebiet, sobald Lykosen auf dem Plan stehen, ey, kannst du hier gechilltes Absuchen einfach mal knicken. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen jetzt? Ist auch gut. Ey, jetzt haut der mir nochmal in den Rücken. Ist das zu fassen? Was für Bastardgegner, ey. So, ich laufe jetzt hier gerade komplett am Rand. Und das scheint zu funktionieren. Ich bin kein einziges Mal angegriffen worden. Ich war wahrscheinlich ein bisschen übermütig, als ich so straight durch die Mitte gewatschelt bin. Aber jetzt sind wir wenigstens da. Oh, guck mal. Die begatten sich gleich. Streiten die sich? Freuen die sich? Haben die gerade eine gute Konversation? Ich kann die Gorillus-Sprache nicht deuten. So, den Marker wollte ich hier noch einmal kurz entfernen. Ich weiß es nicht. Ach so, das ist ein Scharmützel. Nee. Das Achtung zeigt mir gerade den Schub ab und kein Scharmützel. Was ist denn das da für eine riesige Platte? Ich dachte für einen kurzen Moment, dass man da... Oh nein, jetzt habe ich so lange... Jetzt habe ich so lange getrödelt, dass sie mich gleich stressen werden. Mist. Ich hätte die Gunst der Stunde ausnutzen müssen, als sie so gut abgelenkt waren. Warte mal, ich versuche mich jetzt hier mal vorbei zu sneaken. Und dann geht es jetzt erstmal munter weiter mit den Rändern, denn hier waren wir noch nie. In Arks Klaue. Irgendwann mal freigeschaltet, wahrscheinlich als ich panisch hier durchgerannt bin. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte, bitte halte durch, Lance. Sei tapfer, sei tapfer. Ich hätte da ranklettern können. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal den Hinweis bekommen, dass wenn ich an eine Kletterranke mich ranbappe, dass dann... Ich habe da jetzt aber keinen neuen Ort freigeschaltet, ne? Oh, das wäre jetzt eigentlich das Wichtigste gewesen. Okay, also wenn ich da nochmal hingelange, dann auf jeden Fall nicht links. Ich werde mal versuchen, glaube ich, rechts lang zu latschen oder so. Keine Ahnung, nur erstmal wieder hinkommen. Oder ich gehe diesmal nicht rechts lang, sondern versuche, die Kletterranke zu erreichen. Ich hatte übrigens noch ein Futzelchen auf der Karte gefehlt, wie ich gerade feststelle. Ich glaube, ich präferiere tatsächlich die Ranke. Weil ich da, ja, guck mal, da komme ich nämlich da... Nee, warte, ich mache jetzt doch erstmal die entgegengesetzte Richtung. Was haben wir hier noch? Das könnte so eine Fragmentsackgasse sein, wobei die eigentlich fast ein bisschen zu auffällig ist. Da auf der gegenüberliegenden Seite sieht man dann die Sphäre, aber dafür habe ich jetzt gerade aktuell keine Verwendung. Okay, also, diese Ecke hier, die ist ja eigentlich ihr Endgegner. Aber ich könnte ihn auch einfach besiegen. Ich spiele echt so, wie so eine richtige Mimose. Oder wie ein sehr, sehr fauler Kämpfer, der sich eigentlich nicht Kämpfer schimpfen darf. Okay, ich mache den mal einmal platt, weil ich glaube, dass das ansonsten ätzend werden könnte. Wobei, ich könnte jetzt mal ausprobieren, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, mit dem, wenn man ranspringt. Das ist jetzt auch schon, liegt jetzt auch schon wieder so viele Folgen zurück, aber ich lese das ja manchmal auch so ein bisschen zeitversetzt. Beziehungsweise, oh, wenn ich unterwegs bin und mache mir dann entsprechend keine Notizen. Aber den hier, den will ich jetzt einmal killen, weil ich glaube, der wird auch ein bisschen was an an Dings abwerfen, an EP. Hält mein Essenseffekt eigentlich noch an? Ich glaube, der ist abgeklungen, ne? Ich hätte noch mal nachkochen können, weil ich mich jetzt zuletzt an das Lager rangeportet habe. Egal, jetzt ist eh zu spät. Oh, ich würde so gerne Angriffskette bei dem machen, aber kam nicht mehr dazu, dass die sich einmal auffüllt. Aber ihr seht es an der Gesundheit, also der hat schon ordentlich ausgeteilt, aber nicht so viel ausgehalten. Das ist eine Kombination, die durchaus okay ist. Dadurch ziehen sich die Kämpfe wenigstens nicht so in die Länge.
Wärst du schlimmstenfalls dann irgendwie mehrere Versuche, aber das war hier Gott sei Dank nicht nötig. So, jetzt wird sich hier ein ganz wundervoller Kreis schließen und ich habe schon wieder sehr, sehr große Geheimpunkt-Hoffnungen. Gehe fast davon aus, nö, Yunai-Hochland. Gehe fast davon aus, dass die auch definitiv erfüllt werden. So wollte ich den Satz eigentlich beenden und kurz danach ploppte hier diese Ortsbezeichnung auf und beweist mir das Gegenteil. Warum renne ich nach rechts, obwohl ich doch eigentlich meinen obligatorischen... Oh, guck mal, der ist! Mein Linksdrall hab. Das ist ja süß. Warum finde ich einen apfelessenden Gorillus so niedlich? Danke. Da schmeißt er mir einfach seinen angefressenen Apfel hin. Dankeschön. Ach, das ist die besagte... Nee, das ist der Gorillus-Zapfel. Ich wollte gerade sagen, das ist aber eine komische Ananas, die du uns dahin geworfen hast. Und dass der mich jetzt schon angreift, das finde ich auch nicht sehr nett. Ich glaube, ich werde jetzt hier nicht sonderlich weit kommen, es sei denn... Nee, nix mit ich sei denn. Ey, dann darf ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen, oder? Oh, nee, nicht euer Ernst. Jetzt jedes Mal an dieses Ding ranlaufen. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen ätzend. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde, wenn ich das nächste Mal dort bin, versuchen, durch die Mitte zu laufen. Weil da oben muss doch ein Reisepunkt sein. Am besten in Form eines Geheimpunkts. Jetzt habe ich aber hier erstmal ein paar Level noch mitgenommen. Also ein Level pro Charakter. Aber aufsummiert trotzdem ein paar Level in Summe. So, zu besprechen haben wir nichts. Ich werde jetzt einmal die Kleidung waschen. Ich habe jetzt schon wieder nicht drauf geachtet, ob ein Kocheffekt noch aktiv ist. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall nachkochen, weil ich keinen Bock habe, nochmal rauszugehen und dann wieder rein. So, erhöhte Klassenpunkte. Das habe ich ja zuletzt immer gekocht. Warte, ich will das nochmal mit Münzen machen. Aktive Essens, ja, das ist egal. Ich glaube, die würden jetzt... Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt auch keine komischen Spekulationen anstellen, aber... Ich habe auf jeden Fall in dem ganzen Part heute kein Mal nachgekocht und dadurch dürfte jetzt eigentlich nach meiner Logik auch gar nicht mehr so viel Effektzeit übrig gewesen sein. Ey, das wird jetzt ätzend, weil ich will diesen Elite-Gegner jetzt nicht noch ein paar Male mehr killen. Das reicht mir jetzt. So, da ist sie. Die Ranke der Versuchung. Ja, aber der... Achso, ich wollte gerade sagen, der Gegner ist weg. Hurra. Aber nix da. Oh, ey, das ist ja mal mega ätzend, ey. Wer hat sich diese Scheiße denn bitte ausgedacht? Aber es scheint zu stimmen. Danke auf jeden Fall für diesen Hinweis. Krass, dass mir das noch so in Erinnerung geblieben ist, weil das ist wirklich schon sehr lange her. Aber wenn du da einmal rankletterst, dann... Oder dich einmal ranhängst, dann bist du safe. Und dann greift dich keiner mehr an. Wahrscheinlich ist genau diese Ecke dafür konzipiert worden, um das... Und das zu verdeutlichen. So, und da ist auf jeden Fall der Schubab. Ja, ich weiß, ich hatte gesagt, ich laufe durch die Mitte durch, aber ich habe mich jetzt kurzfristig umentschieden zu, ich laufe dahin durch, wo ich am wenigsten Widerstand befürchten muss oder wo es für mich am sichersten aussieht. Und das ist ja gerade diese Route. Komm, gib mir einen Reisepunkt, bitte. Der Weg ist so ätzend. Es haben sich gerade schon wieder Lykosen an meine Fersen geheftet. Das macht keinen Spaß. Ich brauche einen Reisepunkt. Jetzt. Da hinten ist eine Sphäre. Achso, nee, ich habe vorhin Sphäre gesagt, meinte aber Kanal. Da hinten ist jetzt eine Sphäre. Oh mein Gott. Es kann doch nicht sein, dass hier oben kein Reisepunkt ist. Das könnt ihr doch nicht bringen. Aber wenigstens kann ich den Schubab jetzt mitnehmen. Wenigstens etwas erreicht hier. Ich glaube, das ist, das soll das Merkmal dieses Eckchens hier ausmachen, dass du eben weit laufen musst. Dafür aber auch belohnt wirst mit zig Sachen, die hier sind. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch ein Fragment. Da hinten sehe ich auch einen Container. Höhlen gibt es ja auch. Hier gibt es eigentlich alles, nur kein Reisepunkt. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Wahrscheinlich... Oh nein! Ich muss die jetzt mal alle töten, die mich angreifen, weil ich glaube, abhauen ist hier an der Stelle gerade eine ganz, ganz schlechte Idee. Oh nein, ich habe einen einzigartigen mit an der Backe. Na, Glückwunsch. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Wo ist denn hier ein einzigartiger? Ich sehe keinen. Das muss aber... Ach, da! Anski, der was? Ich habe es nicht zu Ende gelesen. Anski, der Schlaue. Okay, schlaue Gegner sind auch nicht so das Allerbeste, was uns passieren kann, aber wir gucken mal, dass wir das Beste draus machen.
Und wenn ich den besiege, dann habe ich damit auch mein Teleport. Also, alles gut. Eigentlich ist es gut, dass er uns angegriffen hat. Vorausgesetzt, ich habe eine reelle Chance gegen den, aber das wird die Zeit zeigen. Der hat auf jeden Fall einiges ausgehalten, beziehungsweise hält einiges aus. Der ist noch nicht mal down. Ich hatte so wieder auf eine dritte Runde gehofft, die nicht kam. Und jetzt habe ich gerade echt ein bisschen Muffensausen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Panik vor einem Gegner hatte, aber ich glaube, das könnte hier eine ganz knappe Kiste jetzt werden. Weil meine Leute hier schon mehrfach abgenippelt sind und das in der ersten, Hälfte schon. Ich habe sehr, sehr große Angst. Bitte lass es einfach irgendwie vorbeigehen. Ich glaube, der ist aber down. Okay, krass. Huh. Also auf jeden Fall bisher, würde ich sagen, der anspruchsvollste, einzigartige Gegner. Aber ich habe Gott sei Dank meine Teleportmöglichkeit. Ey, ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf, Leute. Ich habe heute so viel rausgeschnitten, dass ich jetzt so ein bisschen nach Bauchgefühl hier weitermache. Aber ich würde mich hier schon gerne noch ein bisschen umgucken auf der Ebene. Ich habe diesen Ort, glaube ich, noch nie bei Nacht gesehen. Oh mein Gott. How beautiful. Könnte man sich glatt dran gewöhnen. Warte mal. Oh, hier gibt es sogar eine größere Höhlenecke, sage ich mal. Sehr schön. Das ist jetzt die Ruhe nach dem Sturm quasi. Ey, der Kampf gerade, ne? Also da habe ich schon ein bisschen Puls gerade bekommen. Lance ist mir schon in der ersten Hälfte irgendwie zweimal verreckt, immer wieder aufgepäppelt. Einer kommt wieder zurück, der nächste stirbt wieder. Ich muss übrigens sagen, in der Cutscene, wo wir da vorhin im Speicher gewesen sind, da ist mir aufgefallen, dass ich Mios Outfit jetzt irgendwie doch nicht so mag. Ich glaube, ich muss ihr nochmal was anderes anziehen. Ich glaube, es wird auf ihr Standard-Outfit hinauslaufen. Das steht ihr letzten Endes dann doch irgendwie am besten. Ich mag die schwarze Ausführung zwar definitiv mehr, aber das Weiße steht ihr auch. Und ich glaube, das ziehe ich ihr auch wieder an. Einfach damit wir nicht wieder diesen Final Fantasy 15 schwarz pseudo goth emo boy girl look hier an den Tag legen. So, ich wollte eigentlich noch zur Hülle. Mutenobelisk, da ist auch mein Reisepunkt, alles klar. Ich dachte, die ziehen das jetzt hier wirklich durch, dass du den Einzigartigen aus dem Weg räumen musst, um hier eine Chance zu haben, dich hinporten zu können, aber nö, es geht auch so und das ist mir auch ganz recht. Prost! Sorry, ich bin gerade voll gegen das Mikro geditscht. Wenn ihr nichts gehört habt, dann habe ich es wahrscheinlich rausgeschnitten. Aber ich weiß nicht, ob ich dran denke. So, Container und restliche Wandrand. Restlichen Wandrand, so rum. Ich glaube, Container wird ein bisschen schwierig bei dem Gegner aufkommen hier. Wobei ich gerade eine ganz gute Ausgangslage habe. Jawohl. Sehr schön. Für alles gibt es Umgehungslösungen. Für alles. So, dann kann ich jetzt hier den letzten Kleckerrest noch mitnehmen. Und wenn ich dann noch die Sphäre an mich reißen könnte. Ich glaube, das mache ich aber eventuell erst in der nächsten Folge. Weil ich jetzt doch wegen der Zeit ein bisschen unsicher bin. Aber man kann ja hier so ein bisschen um die Ecke rumtänzeln. Denn hier gibt es auch noch was. Der Gegner wird mich vermutlich gleich spotten. Wobei, nee, ich habe Glück. Nee, habe ich doch nicht. Oh, natürlich wieder schon wieder so ein Lykos-Affe, ey. Ich weiß, ein Lykos ist kein Affe, aber habe ich jetzt in dem Moment auch nicht wortwörtlich gemeint. So, ich will den einmal abwimmeln und mir dann nochmal einen Überblick hier verschaffen, genau, denn ich bin irgendwie sehr, sehr komisch gelaufen. Ich nehme jetzt da hinten diesen schwarzen Fleck nochmal mit. Und da unten sehe ich gerade, ist noch ein weiterer Container. So, aber erstmal hier für klar Schiff sorgen. Oh, ich dachte, ich bin gerade irgendwie von einem Scharmützel ausgegangen, auf das ich dazu laufe, aber das war an ganz anderer Stelle. Scharmützel werde ich mir beim nächsten Mal eventuell angucken. Scheint ja levelmäßig irgendwie drin zu sein. Hier ist es aber nochmal interessant, denn da hinten ist auch der nächste Container. Und den nehme ich jetzt einfach mal mit. Und dann werde ich hier in dieser safen Ecke auch den Part beenden. Noah ist jetzt auf Stufe 8, also gut was geschafft hier in dieser Folge, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal
Beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall die Äthersphäre auf dieser Ebene und ein Scharmützel. Äthersphäre, Scharmützel, und wenn das durch ist, dann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich weitermache. Vermutlich mit der anderen Sidequest. Aber ich bin auch mit den ganzen Äthersphären noch nicht durch. Im Pentelas habe ich zum Beispiel meine Runde noch nicht gedreht. Aber das gucke ich mir dann in Ruhe an. Das weiß ich nämlich gerade im Detail nicht. Und das finden wir dann zusammen beim nächsten Mal heraus. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!